So, ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt abgewartet, bis wir 300.000 haben. Aber da ist mir jetzt gerade eingefallen. Wir brauchen ja doch mehr, um so ein Gebäude bauen zu können. Na, 1.500 ist ja nicht ohne. So, ich habe gerade eben noch so zwischendurch hier einen Garten hingebaut, also einen Park. Und das hier habe ich aufgerüstet. So, jetzt können wir uns aber schon mal die Lizenz holen. Und jetzt müssen wir noch Materialien beschaffen. Und dann können wir auch schon das erste große Wohnhaus bauen. Oder Apartment. Nicht Wohnhaus, Apartment. Aber ich habe mich direkt schon versprochen. Ja, wie ihr seht, wir haben 10 Zufriedenheit. Bis jetzt steht die Trophäe. Ich hoffe, die steht noch lang. So, ein Stündchen können wir jetzt noch aufnehmen. Und dann gucke ich Bayern. Ja, liebe Leute, Bayern gegen Manchester. Ich hoffe, dass meine Bayern weiterkommen. Ich hoffe, ich bete. Schön wär's, wenn wir ins Halbfinale kommen würden. So, 1.600. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt kommt es. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die auch überhaupt aussehen. Na, direkt wieder Materialien holen. Bin ich echt mal gespannt. 5.000 soll so ein Haus bringen. Und wir haben ja wirklich alles. Mehr geht nicht. Hier werden wir auch noch gleich eine Lizenz für holen, dass wir die auch noch aufwerten können. Aha, so sehen die also aus. Lol, die wollen auch so einen Brunnen haben. Aber das ist noch nicht frei. Ja, da kann ich nichts machen. Das ist schade, das gibt dann natürlich dann keine Zufriedenheit. Aber die können wir Gott sei Dank durch die Gärten noch aufbessern. Schade. Aber wir kriegen die 5.000. Dann scheint das ja doch irgendwo in Ordnung zu sein. Auch wir müssen nochmal Materialien holen. Denn wir brauchen ja 6 von denen. Und dann müssen wir ja noch 1 Million, ne, 1,5 Millionen am Konto haben. Was ich aber auch noch machen möchte, ist Landschaft aufforsten. Weil ich nicht weiß, wie das mit der Zufriedenheit gleich aussieht. So, jetzt haben wir 14, jetzt haben wir ein kleines Polster. Achso, wir brauchen. Ohne Materialien geht natürlich gar nichts. Vielleicht können wir auch noch so nochmal zwischendurch einen Park bauen oder so. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. So. Dann bauen wir nochmal ein großes hin. Ich hoffe, die mögen das auch, wenn die nebeneinander sind, aber so viel Platz haben wir ja auch nicht, ne? Vielleicht kriegen die auch eine Zufriedenheit, wenn die nebeneinander wohnen, wie bei den Häusern. Mal schauen. Hier konnte ich auf jeden Fall die Unzufriedenheit rausnehmen durch den zweiten Garten schon. Jetzt nicht, weil ich das
das aufgewertet habe. Nee, leider nicht. Okay. Aber es gibt auch keine Minuspunkte. Von daher ist das dann, glaube ich, schon in Ordnung. Das dürfte dann in Ordnung gehen. Aber wir kriegen jetzt auch ordentlich Geld rein. Dann ist das hinterher alles kein Thema mehr. 1700, da wollen wir direkt mal das nächste bauen. Das finde ich jetzt nicht ganz so schwer, die Herausforderung. Finde ich persönlich jetzt. Bis jetzt haben wir auch noch die Gesamtzufriedenheit. Und solange das gegeben ist, denke ich, geht das alles völlig in Ordnung. So, drei große Apartments haben wir schon. Was ich nur ein bisschen schade finde ist, ich meine, wir machen bis jetzt die Kampagne, weil ich weiß nicht, wie die Häuser aussehen im freien Modus. Ich denke aber mal nicht viel besser oder viel anders. Ja, auf dem Cover sehen die irgendwie anders aus, die Häuser. Zumindest vorne. Ist natürlich dann schon schade. Ja. Wenn das dann doch nicht so aussieht. Aber naja, so an sich, das Spiel ist ja schon ganz gut gemacht. Muss man mal so sagen. Und hier holen wir auch nochmal ein paar. Wir kriegen ja schon so viel Geld. Eine Einnahmequelle, eine geile sind sie alle Male. Aber der hat jetzt schon mal ein Minus. Warum hat der ein Minus? Gehört der nicht mehr hierzu? Müssen wir gleich mal gucken. Warum der mir hier ein Minus macht. Ist doch alles da. Oder weil er vielleicht keinen direkten... ...Nachbarn hat. Ich hoffe ja mal nicht. Ansonsten bauen wir gleich hier noch der zweite, der schon so ist. Jetzt geht's aber bergab hier. Ich hoffe, ich kann dazu vielleicht ein bisschen aufwerten. Naja. Immerhin. Oh, die brauchen noch eine Lupe, das ist wichtig. Okay, dann wollen wir da jetzt auch gleich einmal die Arbeiter zur Verfügung haben. Das letzte große Gebäude bauen. Und hier können wir auch abreißen. 20 Zufriedenheit haben wir. Ich glaube nicht, dass er mir jetzt eine minus 10 gibt.
Ich gehe da mal nicht von aus. Das haben wir doch ganz gut hinbekommen. So, dann bauen wir hier noch so ein Sportteil hin. Alle haben. Ja, ich hoffe, du bist auch gleich glücklich. So, hier können wir auch das nächste bauen. Dann ist so die Sicht auf die Gebäude nicht so extrem. Aber irgendwie scheint ihn das nicht ganz zu interessieren. Aber wir haben 27 Zufriedenheit. Das dürfte wohl klar gehen. Und das können wir ja hier auch noch nutzen. Machen wir hier auch noch einen Garten hin. Dann sind wir auf der sicheren Seite. ...34 Zufriedenheit haben wir. Das dürfte wohl jetzt locker über die Bühne gehen. Jetzt müssen wir noch die 1500 bekommen, aber auch das wird jetzt unheimlich schnell gehen. Ja, ich hätte das gar nicht mehr bauen brauchen. Egal, wir haben 38 Zufriedenheit. Wir haben alles geschafft, liebe Leute. Perfekt. Ausgezeichnet. Ich muss zugeben, dass die Region sich durch deine Hilfe wesentlich verbessert hat. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast großartige Arbeit geleistet. Bitteschön. Glückwunsch, du hast eine Trophäe erhalten. Ja, dann sind wir auch... Hier haben alle Trophäen. Hier leider nicht. Das war echt doof. Das war mies. Ja, dann kommen wir zum nächsten über. Und ich sehe schon, hier haben wir wieder die ganzen Plattenbauten. Ich bin gespannt. Willkommen, mein Freund. Mein Name ist Frank Bischoff und ich bin der neue Bürgermeister dieser kleinen Stadt. Die Dinge stehen hier zurzeit nicht so gut und mein Ziel ist es, diese Stadt wieder in ihrem vollen Glanz erstrahlen zu lassen. Kannst du mir dabei helfen, eine schöne Stadt aus nichts als Schutt und Ruinen zu errichten? Aber Sigi, 18 Apartments mit einer Internetanbindung aufgewertet. 18! 45 Gesamtzufriedenheit und 40 Arbeiter. Da haben wir aber was vor uns, liebe Leute. Da haben wir jetzt aber echt was vor uns. Was bist du? Ah, okay. Und wir haben schon eine Post. Die brauchen wir also gar nicht mehr zu bauen. Das ist sehr schön. So habe ich das gerne. 18 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das heißt, die Gebäude kommen dann alle da hinten hin. Aber erstmal werden wir uns natürlich wieder diese eine Lizenz holen. Ich hoffe, bevor irgendwas kaputt geht. Alles klar. Inspektionslizenz. Dann wollen wir direkt mal loslegen. Hab keine Lust, dass die jetzt noch irgendwie kaputt gehen. So. Die haben wir dann schon mal. Das ist schon viel wert. Und dann würde ich sagen, mach mal den Schutt hier gleich weg. Für 20.000. Das macht hier auch schon einiges weg. So. Hat jetzt keine Auswirkung auf die, aber
Das ist nicht so schlimm. So, was habe ich jetzt gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Weil wir machen die hier so hin. Und hier kommen dann. Ja, ja. Das passt schon. So, dann wollen wir mal einen Supermarkt noch errichten. Aber wir müssen ja nicht die ganz großen Apartments haben. Wobei wir natürlich eher daran kommen, wenn wir die großen bauen. Ist ja klar. Könnten wir die denn? Die könnten wir sogar bauen. Das ist zwar immer noch gesperrt, aber die großen Apartments könnten wir bauen, wenn wir auch die Mitarbeiter hätten. Wenn. So. Haben wir schon mal 14. Das heißt, wir können auch gleich mal irgendwie einen Park bauen oder so. Ich würde sagen, wir machen dann die großen Apartments. Weil dann kriegen wir auch die Trophäe. Und wir müssen die ja nicht vorher mit Internet ausstatten. Na? Obwohl, muss ja auch. Aha. Moment mal. Da muss ich mir aber nochmal durch den Kopf gehen lassen. Denn das sollten wir zum Schluss machen, wenn wir hier auf jeden Fall sicher sind. Das machen wir so. Was kostet die Internetanbindung? 125.000. Ich glaube, wir sollten. Ist jetzt die Frage. Das sollte auf jeden Fall weggemacht werden. Da muss nämlich. Genau. Noch ein Einkaufscenter hin. Ein Restaurant. Das geht jetzt noch. Da hält sich alles noch in Grenzen. In 16 Minuten. Das schaffen wir zwar nicht. Aber sonst sollte das alles soweit möglich sein. Und wir können ja auch noch ja, wir sparen ja auch natürlich Geld durch die Lizenz, ne? Ja, Bäumchen kommen ja noch. Ich weiß, ich arbeite irgendwie lieber mit Häuser. Bin ich ehrlich. So, die drei haben wir jetzt. Tja, Apartments. Das ist natürlich. Oh, ich könnte mal. Das ist immer so eine Sache. Ich arbeite irgendwie lieber mit Häuser. Bin ich ehrlich. Ich glaube, wir sollten das mal wegmachen. An die 2 Millionen. Da kommen wir auch schon hin. Ich weiß nicht, ob wir wirklich die großen machen sollen. Oh, ist das schwierig. Jetzt pflanzen wir hier erstmal einen Garten hin. Damit die Zufriedenheit schon mal nach oben steigt. Weil das müssen wir ja auch mit einkalkulieren, ne? So, dann haben wir gleich schon mal 16 Arbeiter. Wir kommen der 40 immer näher.